Naja, zumindest hat so ein Kater den Vorteil, dass er immer auf die Räder Pfoten fällt. Genau. Damit ist er uns schon mal weit voraus. Würde ich jetzt behaupten, tun der. Jo. Ja, kenn das Spiel von den Bekannten, find's interessant. Ja, es ist tatsächlich sehr schön und entspannt, bis auf ein oder zwei Karten. Also. So, darauf mal einen Schluck Cola. Das fällt auf die Marmeladenseite. Ja, so kennt man dich. Immer auf der Marmeladenseite. Und also es ist tatsächlich ein hübsches Spiel. Das liegt aber hauptsächlich an den beiden, die da spielen. Also mir und wem noch? Dem Auto. Der sagt, braucht einen Schnorchel am Brummi. Ja, würde ich gerne machen, aber der Brummi kann kein Schnorchel. Der kann kein Schnorchelisch. Genau, der Brummi ist halt tieflägerig und mag keine Schnorchel. Aber der kommt ja regelmäßig kurz einen Schnapper Luft und dann geht das schon. Aber wir wissen alle, dass er Flipflops anhat, die wasserfest sind. Also von daher haben wir nicht ganz so viel Angst. Richtig. Ah, ich muss hier links ab. So, ja, ich auch gerade. Ich war etwas zu weit rechtslästig. Rechtslastigkeit ist immer doof. Ja. Deswegen. Das hat der LKW, glaube ich, nicht so gemacht. Deswegen hat er ein bisschen gezickt, aber er ist doch durchgefahren. Wow. Aber weißt du, wie schön das ist, hier gerade mit einem Azov durchzufahren? Ich hätte auch lieber einen anderen Azov. Hauptsache, die Wirtschaft kann weitermachen. Scheiß auf Überschwemmung. Richtig. Man muss die wichtigen Punkte beachten. Mhm. Wo musst du eigentlich mit deinem Anhänger hin, wenn ich mal so frage? Hinter die Garage. Ach so. Das heißt, ich muss gleich nochmal durch den Schlamm. Zurück. Und das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie ich da durchkomme mit der Maschine. Ja, mit Glück vorwärts, ne? Ich hoffe einfach auf Hilfe. Stell die wahrscheinlich auf der Straße davor ab und hoffe auf Hilfe. Oder hol einen anderen Fahrzeug. Ja, aus zwei bist du noch da. Jetzt geht's an das Füße. Ja, das tue ich ja öfters. Ja, teilweise sind auch die Haare schon gewaschen worden beim Autofahren. Ja. Mit frischem Schlamm. Ja, aber tatsächlich die Grube, wo wir da eben gemeinsam durch sind, wird langsam. Es tendiert Richtung grenzwertig. Ja, ich weiß. Vor allen Dingen, weil wir zwischenzeitlich auch mal vor, zurück, hängen bleiben, liegen bleiben, wieder aufrichten. Deswegen bin ich jetzt in einem Stück durchgefahren, damit sich das wieder quasi spuren lässt. Das ist so wie so ein Loipenfahrer beim Skifahren, weißt du? Das Schlimme ist, es wird sich erst nächste Woche resetten, oder? Wir müssen beide von der Karte runter und wieder rauf. Wir könnten kurz nach Cola. Ach nö, dann lass mal die Spur. Ja, ich habe auch gerade überlegt. Cola oder die Spur? Ach, die Spur ist gut. Da kann man doch durch. Ich hab Cola oder... Ach, nimm B. Ich habe eine Reportage über sibirische LKW-Fahrer gesehen, die im tiefsten Winter von A nach B gefahren sind. Inklusive Feuer unter Motorblock machen, damit er während der Essenspause nicht einfriert. Ja, das Feeling kriegst du ja auch. Ich habe auch diverse russische LKW-Fahrer in Reportagen gesehen, die würden sie den Hügel da ins Wasser reinfahren, das wäre denen so egal, das ist ja quasi nur durch die Pfütze fahren, die nehmen den 45 Grad Winkel runter, ins Wasser rein, eintunken, wieder auftauchen und dann gerade durch den Fluss. Und das mit genügend Schwung, weil ohne Schwung kommen sie einfach nicht durch. Und wenn einer stecken bleibt, dann hat die ganze Kulle ein Problem. Da fällt mir die Ralf-Rute-Figur ein. Das ist mir so egal. Ja. Dr. Beckmann oder wie hieß er noch? Irgend sowas. Professor, Doktor, ja, irgendwas. So, dann bin ich mal gespannt, ob ich mit dem jetzt diesen Erdrutsch da hochkomme. Ich bin gespannt. Zwei Möglichkeiten, ja oder ja natürlich. Absolut. Ja. Wobei jetzt mit Ladung hinten dran ist das zumindest hier durch den Fluss wesentlich schneller gegangen als ohne Ladung. Ja, du fährst jetzt aber bergab.
Ja, vor allem, ich fahre mit dem Strom statt gegen den Strom. Ja. Es ist halt kein gegen den Stromfahrzeug, da hat es viel Widerstand gehabt. Nee, das macht sich aber tatsächlich in der Spielphysik bemerkbar. Ja. Das ist tatsächlich von mir ernst gemeint. Einmal in der Woche, so 2 Sekunden, bin ich auch ernst. Sonst mehr Nico, aber sonst jetzt mal kurz auch ernst. Ich wollte gerade sagen, heißt du nicht normalerweise Nico? Bin jetzt versucht, tatsächlich die Schlammpfütze da hinten zu nehmen. Einfach nur, weil du es kannst. Ne? Scheiß auf gefährlichen Wasserstand. Rein in das Zeug. Ja, ja, das sowieso. Den Zuschauern ja mal was bieten. Ne? Und wenn es kopfüber und durch unter Wasser ist. In jeder, alles fürs Entertainment. In jeder kleinen Pfütze hat dieser LKW gefährlichen Wasserstand gemeldet. Aber denkst du, das hat dich bis jetzt einmal interessiert? Der Motor ist nur einmal kaputt gegangen und das war ganz am Anfang, als ich dich aus dem Stamm wieder hochholen musste. Du meinst, vielleicht ist auch einfach nur die Lampe kaputt. Richtig. Das klingt logisch. Action. Genau. Okay. Einmal im Monat ist er sogar ernster wie August. Siehst du, was ich gerade sehe? Dein Auto ist unten so ein bisschen aufgetaut. Ja, vor allem der Hänger ist... Ja, der ist sehr leicht. Das erklärt, warum du da so gut hochkommst. Wenn der Hänger so leicht ist, dann kann es ja jeder. Ja. Also wirklich, meine Fresse. Wie gut das... Ach, das hat jetzt auf die Federung... Nachdem der Hänger jetzt wieder am Boden steht, ging das auf die Federung. Ja, wie soll ich sagen? Federholz ist das. Es gibt Federstahl, das hier ist Federholz. Aber das kommt von Federleicht. Nein! Oh. Ich brauche jetzt irgendwas zum... Wo liegst du? An der Rampe zum Hochfahren. Der Stein war ein bisschen... Na gut, ich habe ja noch ein Auto stehen, ich kann mich ziehen. Kriegen wir schon hin. Sonst fahre ich wirklich mit dem Royal BM da rum, aber... Wenn die Lenkachse wieder mal keine Bodenhaftung hat. Das hat fährt eine Dampflok, kein LKW. Ja. Ja, deswegen ist da auch so viel Wasser, wegen dem Dampf. Ja. Deswegen tut das Wasser auch nichts. Weil wenn ich damit durch den Dampf, durchs Wasser fahre, dann lade ich einfach mal nach. Ich muss doch manchmal durch Kohlefelder fahren, damit ich halt noch Treibstoff bekomme. Und es ist halt ein russischer LKW. Da hat man es nicht so mit dem Ruß. Ja, der hat Euro 0 wie 0 Probleme. Genau. Mit dem darfst du in Euro 0 fahren. In Europa. So, jetzt muss ich den richtigen Azov erwischen. Nee, das sind sie alle nicht. Dann nehmen wir den. Ja, die Russen können da alles reinkippen. Benzin, Diesel, Spiritus, Altöl, Wodka, Kartoffelschalen, kleine Säugetiere. Ja, nuklearbetriebene Dinge. Kennt man doch. Das haben die schon immer so gemacht und so haben die Autos auch immer schon gerochen. Ja. Nur wenn du da Flugskompensator dranhängst, dann wird's schwierig. Ja, das ist ja auch ein amerikanisches Produkt. Das kann nicht funktionieren. Wie war das, die Anzeige, die ich letztens gelesen habe? Verkaufe mein DeLorean. Fast wie neu, gefahren nur von Zeit zu Zeit. Das ist auch schön. Gut, das war jetzt die deutsche Übersetzung, die ich genannt habe, aber... Tatsächlich kommst du mit dem Azov hier hoch, ganz genau passt der durch. Also kann ich empfehlen, mit dem Azov hier hochzufahren. Ich fürchte, ich bleib jetzt reinstecken. Altes Retieröl, kein Thema, hau rein. Ja. Genau. Ja. Und ja, Regi, sie laufen. Das ist wie mit deinen alten Bussen, ne? Ja. Die sehen scheiße aus, sie stinken, sie machen nicht warm, aber sie fahren von A nach B. Ja. Zumindest wenn ihr noch einen Busfahrer dafür habt. Ich sag's mal so, ich spiele ja hin und wieder mal Soviet Republic Workers and Resources.
Städtebau, okay. Schrägstrich Wirtschaftsmanagement spielt. Sehr schön, gerade im Early Access. Und ich vermute mal, dieses Jahr kommt dann auch die, also die Version raus, die dann auch tatsächlich nicht mehr im Early Access ist. Ja, ich hänge fest. Schade. Du hattest fast stabile gesagt. Und Ori sagt, oh, die alten Busse heizen. Es ist natürlich eine Early Access Version. Das heißt, es kommen, können Probleme vorkommen. Aber das Team von 3 Division, so heißt der Entwickler, tut sich alle Mühe geben. Also es gibt zum einen deren eigene Testversion, die sie ausgiebig testen, intern. Dann haben sie einen Testbranch draußen auf Steam. Das heißt, du kannst schon die Features anspielen, die noch gar nicht in der stabilen Version draußen sind. Aber auch die Version, ich spiel dieses Spiel nur mit der Testbranch-Version. Ist dir da gerade was runtergefallen? Ja, ein Gummibärchen. Ich habe es aber gerettet und sofort dem sicheren Tod zugeführt. Perfekt. Wie gesagt, die Testbranch-Version, mit der ich spiele, ich hatte bis jetzt einen Absturz und ich spiele das Spiel schon fast seit einem halben Jahr. Und habe, glaube ich, schon 500 Stunden drin. Also, es ist offensichtlich gut. Und ich spiele es mit sehr, sehr vielen Mods. Also, eigentlich Sachen, die man zusammen irgendwie. Also die eigentlich heißt, die eigentlich so viel heißen wie, ja, vergiss den Spielstand, der ist gleich weg. Der spielt auch gleich eh wieder ab. Und da gibt es halt noch die aktuell stabile Version draußen, die halt nicht die neuesten Features drin hat, aber von denen, wo halt die ganzen Fehlerreports drin sind, also ausgebügelt worden sind, die dann tatsächlich durch die Testbench rausgekommen sind. Und es ist schönes, stabiles Städtemanagement, schräger Wirtschaftssystem. Hm. Und es handelt dem Namen halt danach, dass du halt in einer kleinen sowjetischen Republik anfängst. Standardmäßig 1960 also zwischen 1960 und 1980 kannst du anfangen. Dementsprechend hast du auch unterschiedliche Fahrzeuge da, als Beispiel. Ja. Und wie soll ich sagen? Den siehst du auch an, dass es russische Fahrzeuge sind, wenn die durch die Gegend fahren. Aber apropos Spielen. Ich will ja jetzt hier nicht Schleichwerbung machen, aber was spielst du denn morgen Abend? Wahrscheinlich ein Dyson Sphere Program. Ah. Da möchte ich tatsächlich durchkommen und ich möchte es auch gerne durchgespielt haben. Und schneid halt rein in den Bus. Aber hey, Schwund ist immer richtig. Die Leute, die draußen an der Bushalte stehen, die müssen eh. Ja, natürlich zu weit. Sowas Modernes wie ein W50 oder L60 haben die Russen doch nicht gehabt. Okay, Dyson Sphere. Ich werde halt, wie gesagt, morgen mal ein ganz knapp ausgereiftes Spiel nehmen. Also, das ist gerade fertig geworden. Also, vor weit über 20 Jahren. Also, ganz knapp. Es ist auch mittlerweile aus dem Early Access raus. Ganz knapp. Aber ich spiele weit vor dir, also morgen im Laufe des Tages. Ich werde es halt wie üblich abends spielen, weil ja. Man kennt mich, mein Arbeitgeber möchte, dass ich arbeite. Ich verstehe das nicht. Ja. Reicht doch, wenn er mich bezahlt. Schüler wie 50 mit einem Ruhr. Satt ja, es geht nicht so wirklich voran beim Herrn Satt gerade. Ne? Das ist eher so dekorativ im Wasser stehen, kann er gut, aber. Ja, ich glaube, ich brauche da später mal ein Fahrzeug, was mich hier rausholt. Weil jetzt geht es millimeterweise gerade vorwärts. Ich wollte gerade sagen, wenn du einfach mal ohne Trailer ziehst. Ja, ich will den Trailer ja mitnehmen, das ist ja das Problem. Ja, den kannst du auch nachseilen. Der hat vorne 2 feste Stützen. Oh, immer dieses Mimimi. Das ist ein langer Trailer. Schöner Schlammhacke. Dann nimmst du die Anti-Rutschmatte drunter weg und wisch. Achso, die Anti-Rutschmatte. Wäre ich doch gleich drauf gekommen. Genau, du musst die Anti-Anti-Rutschmatte drunter packen. Und wie sieht's mit Windepunkten aus vor dir? Tatsächlich schwierig. Ja, knapp. Aus irgendeinem Grund sind die ganzen Bäume, die hier mal standen, alle weg. Mhm. Ich wüsste deine Zuschauerin, die könnte dir das erklären. Alternativ hätte ich dafür ein Emote. Zufällig.
völlig grundlos. Ja, ich habe da auch ein Emote dazu. Die Bäume haben das gemacht. Nein, wir gehen. Aber guck, ich habe es ja irgendwie durchgeschafft. Die treibenden Achsen sind aus dem Stamm raus. Jetzt kannst du noch besser werden. Ja, dann. Jetzt muss ich nämlich durch den nächsten Stamm. Dann, Rigi, gute Nacht und morgen schönes Busfahren. Meld dich. Ciao, ciao. Schlaf gut, Rigi. Morgen gute Fahrt. Und Grüße an die anderen beiden. Ich will gar nicht wissen, wann du früh losfährst. Ich will gar nicht mehr wissen, wann der aufsteht. Wahrscheinlich denke ich da gerade zu langsam einzuschlafen. Ich will jetzt gerade schön links um euch, muss rechts abbiegen. Das ist ja das Gemeine. Die Leute, die spät mit dem Bus, also später mit dem Bus fahren, bekommen nicht mehr, bekommen in der Regel keine Busfahrer mit, die gerade erst. Also, wenn er um die Zeit schlafen geht, dann würde ich irgendwas so tippen, dass er so zwischen halb und um drei Richtung Firma dackelt. 4.33 Uhr. Aufstehen 3.30 Uhr. Naja, war ich da so weit nicht weg. Ja. Ich möchte gar nicht wissen, wie diese Zombies aussehen, die dann um 4.33 Uhr in so einen Bus einsteigen. Da musst du doch als Seven Days to Die Spieler automatisch dir einen Holzknüppel mitnehmen und alle erstmal verwackeln, oder? Das können doch keine normalen Menschen sein. Übrigens, das, was ich hier fahre, ist auf der Karte als Hauptstraße eingezeichnet. Nur mal so. Da fährst du rum. Ja. So, dieser International Paster hatte, glaube ich, ja, der hatte den Kran drauf. Bergen wir den mal weg. Den brauchen wir, glaube ich, nämlich nicht. Ich brauche irgendwas. Ja, dieses Gerät sieht doch gut aus. Reifen. Ja, der hat eine. Jo. Muss da bloß gucken, dass er die richtige Dings hat, ne? Aufnahme hinten. Hat er nicht. Ich muss das andere Fahrzeug rausziehen. Ach, nur zum Rausziehen, okay. Ja. Du kannst auch sagen, dann, wenn du da bist, dann springe ich rüber und helfe dir mit. Ja, kein Stress. Ja, ist ja kein Stress. Ich drücke da nur auf den Knopf für. Klingt wahnsinnig technisch, aber ist so. Und also, genau, lieber Nightbot, wer das von mehreren Perspektiven sehen will, der kann auch gerne einfach auf den Multilink klicken. Genau. Ihr kennt das Spielchen, ist mittwochs meistens so. Und verrückterweise geht das bei beiden. Und wenn ihr den Multilink nicht seht, dann Ausrufezeichen Multi, dann kommt der einfach so. Verrückt. Genau, User nennt sich das Saturnchen. Als ich noch im Camp gearbeitet habe, war Dienstbeginn in der Frühschicht um 6 Uhr. Also von zu Hause los um 5, aufstehen und 4. Ich kenne den Zombie live. Ehrlicherweise müsste ich um 4 Uhr aufstehen, wäre tatsächlich die Frage, ob ich die Nacht schlafe. Ja, aber irgendwann musst du dann so nach 2-3 Wochen mal eine Stunde schlafen. Ja, irgendwann würde ich das dann tatsächlich auch tun. Ja, dann passt du einfach deinen Schlafrhythmus an irgendwann. Das ist einfach so. Hauptsächlich deswegen, weil ich einfach einschlafe, ohne dass ich dass ich da eine Alternative zu habe. Was ich bei Regiseinschichten halt schlimm finde, dass die täglich wechseln. Das würde mich kaputt machen, also das ist so. Das könnte ich auch nicht. Ich hatte Schichtsystem mal, da die fing wöchentlich unterschiedlich, mal um 6, dann ein paar Stunden Unterschied, 7, 8, 9, 10 und dann um 13 Uhr war die späteste. Und dann halt bis 15 oder 22 Uhr. Ja, so die klassischen Schichten, nur so von der Art her. Ja, und auch das hat mich schon kaputt gemacht nach 1,5 Jahren. Von daher will ich es gar nicht wissen, wie das wäre, wenn ich da tägliche Wechsel hatte. Und Blackie fängt auch um 6 Uhr an. Ja gut, um 6 Uhr schlafe ich zumindest schon mal. Also. Ja, um 6 stehe ich momentan früh auf, aber so Holzplanken. 12 Fracht sind ja üblich, jetzt sind noch 10 übrig. So, beladen habe ich. Also es geht tatsächlich hier oben lang zu fahren. Irgendwie. Ja, gut, dass wir dass du den Weg frei machst. Ja, das ist jetzt der Plan, dass ich jetzt diesen Erdhügel da wegkriege. Weil dann brauchen wir auch nicht mehr diese Rampe, wo ich jetzt durchgekommen bin, runterfahren.
Und dann sollte sich das ja hier, weil wir werden hier öfter hoch müssen, habe ich so das Gefühl, wenn ich mir die Straße angucke. Ja. Und die vielen Punkte da oben.